Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Origins. Ich bin der Baume und in der letzten Folge ist in etwa das passiert. Bane sah ganz normal aus und dann macht er irgendwie so. Und auf einmal, boom, wird er zum Hulk und will alles kaputt machen. Ja, und das war die beste Zusammenfassung, die ich jemals gehört habe. Mit der machen wir jetzt einfach hier im Spiel weiter. Ich suche zusammen, was ich kann. Ja, wir haben ihn gerade nach der Mischung gefragt. Bane hat sich TN1 injiziert. Sie haben 10 Minuten, bevor er seine volle Stärke entfaltet. Wenn er sie danach zu fassen bekommt, wird er sie töten. Ich hab keinen Bock. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ist das so ein Fight aller? Oh, ja, 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 ja. Oh, das, auf sowas hab ich gewartet. Das ist doch jetzt bestimmt so ein Fight aller, Arkham City Freezer. Ja, jetzt. Schnelles Ausweichen, Ausweichen! Ausweichen! Schnelle Klickgranate! Ich mit Bane nicht in einem Faustkampf auf. Ich sollte. Ausweichen! Irgendwo ein Lüftungsschacht. Sehr gut. Okay, ich muss warten, bis er hier wieder vorbeikommt und dann schnappe ich ihn mir. Was ist denn das für eine Zelle? Was ist denn da drin? Das ist eine Hochsicherheitszelle. Keine Sorge, ich kämpfe mit dir. Du musst nur mal hier vorbeikommen. Nee, da bin ich nicht drin. Er hat dazugelernt. Es ist genau wie der Freeze-Kampf. Der große Typ jagt die Fledermaus. Feigling. Die Stimme ist so geil. Cool, dass die sich gleich wieder runterklappen. Dieses Tier, ey. Ein Riese. Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Kämpf mit mir. Nö. Huch. Schade, ich dachte, ich könnte mich irgendwie von hinten anschauen. Bis das TN1 seine volle Wirkung entfaltet, nutzen Sie die elektrischen Türen zu Ihrem Vorteil. Wie denn das? Bin ich froh, dass das Elektrotüren sind. Oh, ich verstehe. Ich wollte ihn doch aber in die Elektrotür werfen. Ich wollte ihn gerade in die Elektrotür werfen. Geht das nicht irgendwie? Ich werde frei schaffen. Was hat der eigentlich für ein Problem? Sag mal einer. Mach, Hilfe! Ich weiß nicht, was ich gegen ihn tun soll. Okay, die 10 Minuten scheinen nicht wirklich abzulaufen. Was kann man denn mit ihm machen alles? Feigling. Ich bin überhaupt kein Feigling. Kommt dann nochmal hier vorbei? Da ist so eine Tür. Ich weiß nicht, wie ich die nutzen soll. Das Ding ist riesig. Oh, fuck! Du Arsch! Oh, du Arsch! Alter! Alter! Okay, ich muss dich auf jeden Fall verkleben. Ich muss dich verkleben, sonst komme ich hier nicht weg. Wie soll ich denn die Türen nutzen? Wie soll ich denn um Gottes Willen bitte bloß die Türen nutzen? Kann man die irgendwie aufmachen? Nanu, wo bin ich denn jetzt? Der bringt tatsächlich den ganzen Zellblock zum Beben. Was kann ich denn gegen den machen? Der versteckt sich sicher. Ach scheiße, ich kann den nicht von hinten angreifen. Oh, gerade eben stand's da, gerade eben stand's da. Geräuschloses Ausschalten, gerade eben stand's da. Wenn Sie Bane nicht bald niederringen können, wird das TN1 ihn unbesiegbar machen. Ja, ich weiß. Das ist ja das Problem. Ist er einfach so verschwunden? Der große Typ lag die Fledermaus. Okay, jetzt kampelt er rum.
und boxt ins Nichts. Einmal im Kreis. Hier stand doch gerade geräuschloses aus. Es stand doch gerade da. Es stand doch gerade da, geräuschloses Ausschalten. Ausweichen. Wenigstens trifft er mich jetzt nicht mehr. Irgendwie stand es doch gerade eben da. Na, na, jetzt. Okay, weg hier. Okay, wenigstens kann er nicht meine Wärmesignatur lesen. Okay, wo ist er? Da drüben. Vielleicht muss ich mich echt mal von hinten anschleichen. Vielleicht hilft auch was, wenn ich ein Deckungsausschalten probiere, wenn er gerade um die Kurve kommt. Feigling. Kranker Bastard. Sieht mich doch jetzt wohl nicht etwa. Jetzt, von hinten, von hinten. Nein, 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 nein. Wirst du gar nicht. Oh Gott, das wird eine Weile dauern, der Kampf. Er ist echt nicht ohne. Wie mache ich das? Kann ich mich irgendwie nochmal an ihn ranschleichen? Ich sehe dich hinter dem Gitter. Tust du gar nicht. Jetzt vielleicht. Boah. Die Zeit läuft Ihnen davon, Master Bruce. Ich weiß, aber was soll ich tun? Was soll ich denn nur tun? Jetzt durchsucht er hier alles. Ich höre dich. Oh, okay, okay, ich kann ihn nicht mehr angreifen. Ich kann es mit Dane nicht in einem Faustkampf auf. Du sollst dich doch umdrehen. So, und jetzt betäub ihn. Ab und zu stand es mal da, geräuschlos ausschalten. Aber es klappt nicht, es klappt einfach nicht. Nein, 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 nein. Ich muss irgendwas Neues ausprobieren. Das wird auch nicht klappen. Okay, wenigstens kann ich ihn mir damit ganz gut vom Hals halten. Schnell, bevor er hier reinlangt. Mit seinen riesen, klobigen Händen. Von hinten geräuschlos ausschalten. Oh, jetzt hab ich ihn. Kann ich irgendwas mit ihm machen vielleicht? Auf jeden Fall. Wo kann ich ihn verkleben? Und weg. Okay, wir haben noch Dynamit. Vielleicht bringt das ja was. Wow, er ist verdammt nah. Rein da, rein da, rein da, rein da. Oh, ich hab so einen Jucken im Rücken. Ich bin bei Joseph. Ich glaub, der Joker. Okay, gleich dreht er sich nochmal um. Wir haben hier alles umstellt. Er kommt da nie raus. Ich hoffe, das war eine verdammte Garantie. Experte hinter dem Gitter. Ja, wieder von hinten. Master Bruce, das TN-Einsatz hat seine volle Stärke erreicht. Sie müssen sich beeilen. Ich töte dich. Muss ich ihn vielleicht gegen eine Tür lenken? Oh Gott, 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 oh Gott. Ging's hier nicht lang? Hier ging's nie lang. Hier ging's nie lang. Raus. Weg, ausweichen. Vielleicht mit einer Eckendeckung. Ich probier's mal. Dieses Monster. Wo läuft denn hier ein Timer mit? Es gibt zum Glück keinen Timer. Oh Gott, dieser Fight wird ewig dauern. Ecken ausschalten. Kann ich ihn gegen so eine Tür lenken? Ja! Ausgezeichnet! Kann ich ihn jetzt bearbeiten? Ja, ja, ja! Ja, bitte! Mehr davon! Viel, viel mehr davon! Verklebt den Spasti! Und jetzt weg hier! Ich glaube, so kann es klappen. Wäre der Blockierungsmechanismus aktiviert worden. Sie sollten ihn unverzüglich deaktivieren.
Was für ein Mechanismus? Hier ist Captain James Gordon aus Blackgate. Der Joker hat uns im Todestrakt festgenagelt. Er bittet dringend Verstärkung. Okay, darauf kann ich mich jetzt nicht mehr verlassen. Und ich erbitte Verstärkung unter Beschuss im Todestrakt von Blackgate. Wo ist das Ding? Wo Joker ist das Ding? Hat Gordon im Todestrakt festgesetzt. Ich muss mich beeilen. Und wo ist das andere Ding? Das dicke Ding? Oh, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Irgendwas tun. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss verstecken, wenn ich diesen Kampf gewinne. Hier rein. Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Master Bruce, Ben darf sie nicht erreichen. Er ist jetzt übermächtig. Hoffentlich greift er hier nicht rein. Ich bleib mal noch kurz hinter der Ecke. Ja, ja. Okay, jetzt rennt er dran vorbei. Geräuschlos! Da rein! Komm schon! Ja! Scheiße, ist das heftig! Haben wir's jetzt! Wir haben's! Er ist K.O. Es ist vorbei, Alfred. Ich habe Bane besiegt. Was? Nein! Du hässliche Fratze! Master Bruce? Master Bruce, alles in Ordnung? Ich kann grad nicht. Muss ich irgendwas drücken? Ab durch die Wand. Ich fass es nicht. Warum will der Bastard mich denn nicht einfach in Ruhe lassen? Alter. Scheiße. Ausweichen, irgendwas tun. Ja. Oh, er ist gefesselt. Ja. Oh Gott. Gleich geht mein Outro wieder an, ey. Es ist schlimm. Okay. Viel Glück damit. Alter Schwede. Pause. Ich brauch ganz dringend eine Pause. Oh. Was für ein Bossfight. Ich muss sagen, in den Bossfights hat sich Splash Damage selbst übertroffen. Super gut gemachte Bossfights. Jeder einzelne grandios. Echt klasse. Boah, ich bin durch. Okay, er hat sich dieses komische TN1 oder N24 oder was auch immer gespritzt. Und jetzt ist sein Körper auf voll Venom Superpower durchgebrannt. Und sein Hirn wahrscheinlich auch. Und wie wir vorher herausgefunden haben, schadet Venom dem Gedächtnis. Und ich schätze mal, Bane wird jetzt auch vergessen haben, wer der Batman wirklich ist. Und er ist auch nicht mehr dieser geniale Verstand, der er mal war. Schließlich hat er seine eigene Forschung an dem Zeug betrieben. Und das erklärt, wie er zu diesem Hulkartigen Muskelberg wurde, der uns in Arkham Asylum so fertig machen wollte. Was für ein Monster! Was für ein Tier! Ich bin fertig. Ich mache erstmal ein kurzes Päuschen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Alter Schwede, ey. Das war übel. Du lieber Scholli.